Meine Damen, meine Herren, wir haben im Bundesvorstand der FDP und in der Fraktion der Freien Demokraten heute in einer gemeinsamen Sitzung über die Sondierungsergebnisse und den weiteren Gang der Dinge gesprochen. Wir hatten eine 2,5-stündige, sehr intensive Aussprache. Wir haben gesprochen über das, was als Papier auf dem Tisch liegt. Und wir haben auch die öffentlichen Debatten und Äußerungen der letzten Tage und Stunden bewertet. Wir sehen Chancen, wir sehen aber auch Herausforderungen in der aktuellen politischen Konstellation. Am Ende einer intensiven Beratung haben wir uns aber einstimmig in diesem sehr großen Gremium, haben wir uns einstimmig entschieden, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen. Deutschland braucht eine stabile Regierung. Deutschland darf nicht führungslos sein. Deutschland benötigt eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. Wir begeben uns nun auf den Weg, Verantwortung für Deutschland mit zu übernehmen. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben sich vor der Bundestagswahl nicht gesucht, um es diplomatisch auszudrücken. Es ist auch keine Überraschung, dass es unverändert große inhaltliche Unterschiede gibt. Man darf sich keiner Illusion hingeben, dass es bei deutlichen Bewertungsunterschieden auch in der Zukunft bleiben wird. Das erfordert von allen Beteiligten sehr viel Toleranz und Bereitschaft auch zu neuem Denken. Darin liegt aber auch eine Chance, Gutes für unser Land zu bewirken, wenn sich drei Partner aus einer so jeweils unterschiedlichen Perspektive der Herausforderungen des Landes annehmen. Ganz ohne Zweifel wäre eine Ampelkoalition an ihrem Beginn ein Zweckbündnis. Ob daraus mehr werden kann, das liegt an allen Beteiligten. In jedem Fall muss diese sich abzeichnende Koalition ein Gewinn für Deutschland sein. Deutschland muss freier, nachhaltiger, digitaler, moderner und wettbewerbsfähiger werden. Denn in dieser ungewöhnlichen für die Bundesebene neuen Koalition, dies gelingt, dann wäre das ein großer Gewinn für unser Land. Das Ergebnis der Bundestagswahl bedeutet keinen Linksruck in Deutschland. Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl kann niemand ableiten, dass die Wählerinnen und Wähler für eine deutliche Verschiebung der politischen Koordinaten nach links votiert hätten. Ich bin sicher, das wissen auch unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Deshalb kann und deshalb muss eine mögliche Ampelkoalition auch eine Regierung der Mitte begründen. Dafür ist die FDP der Garant. Ausdrücklich wollen wir auch die Anliegen der Wählerinnen und Wähler der Unionsparteien mit im Blick behalten. Dann genießt eine solche Ampelkoalition auch den breiten Respekt der Bevölkerung. Dann können wir unser Land zusammenführen und dann können auch ambitionierte Reformvorhaben umgesetzt werden. Nun stehen spannende Tage und Wochen vor uns. Wir sind voller Zuversicht und im Übrigen auch voller Tatendrang, nun zu konkretisieren, welche Politik in den nächsten Jahren in Deutschland formuliert werden kann. So viel von meiner Seite. Und wir haben eine ganze Reihe von Fragen schon. Wir fangen mit Herrn Hoffmann an. Entschuldigung. Genau. Herr Lindner, Sie sprechen von ambitionierten Zielen, gerade wie auch Ihre möglichen künftigen
Koalitionspartner. Haben Sie schon mal den Taschenrechner rausgeholt und selber eine Vorstellung davon entwickelt, was die Ziele, die Umsetzung der Ziele kosten wird? Es gibt noch keine Haushaltsplanung und auch keine mittelfristige Finanzplanung. Das sind Fragen, die jetzt in den nächsten Wochen vorbesprochen werden. Und das sind dann auch für eine mögliche künftige Regierung Aufgaben. Nicht alles wird man in Sondierungen, noch nicht einmal in Koalitionsgesprächen abschließend klären können. Aber Richtungen kann man anzeigen. Und durch das Sondierungspapier sind ja auch erste Grundentscheidungen bereits getroffen. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage. Stefan Mayer, Bayerischer Rundfunk. Herr Lindner, das führt mich eigentlich schon gleich zu meiner Frage, weil jemand muss das im Finanzministerium und dann auch irgendwo ja im Auge behalten, was Sie gerade gesagt haben. Nun gab es da heute besagte Meldungen, die Sie auch kennen. Wie steht es denn jetzt nun aus? Herr Habeck und Sie im Ring, wer wird gewinnen? Die Parteien haben jetzt ja mit ihren Gremien und teils in der Öffentlichkeit die Sondierungspapiere bewertet und es wurden Interpretationen vorgenommen. Das fand in der breiteren Öffentlichkeit und auch mit Parteigremien und einem Parteitag bei den Grünen statt. Jetzt treten wir in die Phase einer konkreten Regierungsbildung ein. Und unser Rat an alle Beteiligten, den wir auch selber berücksichtigen wollen, ist, dass nachdem diese Entscheidungen auch durch Debatten begleitet getroffen worden sind, wir jetzt wieder zurückkehren dazu, dass wir die Dinge miteinander in einem professionellen Rahmen besprechen, die besprochen werden müssen, und dass wir das Schritt für Schritt tun. Und Herrn Eckstein mit der nächsten Frage. Herr Lindner, anknüpfend an die beiden Fragen der Kollegen, vielleicht einmal zunächst. Gab es eine Aussprache zwischen Ihnen und Herrn Habeck? Er hat heute Morgen davon gesprochen, dass das, was am Wochenende passiert ist, ein Zitat Streit gewesen sei. Und direkt anknüpfend noch an die Frage zur Finanzierung des Sondierungspapiers. Es gibt jetzt Vorschläge von Herrn Borjans, die Erbschaftssteuer zu erhöhen. Frau Baerbock hat im Deutschlandfunk sich nochmal bezüglich möglicher Schulden, die man vielleicht nächstes Jahr noch aufnehmen könnte, solange die Schuldenbremse noch nicht greift, geäußert. Wie sind Ihre Positionen dazu? Danke. Zum einen, diese Debatte habe ich anders eingeschätzt. Das ist eine Normalität, dass sowas auch entsteht, wenn Kommunikation öffentlich erfolgt. Wir haben das für uns jetzt abgehakt. Und zum anderen, Herr Kellner hat sich zu Herrn Walter Borjans geäußert und Herr Walter Borjans hat sich zu Frau Baerbock geäußert. Und da muss ich nichts weiter hinzufügen.